töten wir auch. Den bewegen wir zuerst mit unserer Macht. Und dann töten wir ihn. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Styx, ihr kleinen Gauner. Master of Shadows. Letztes Mal haben wir uns hier in die Distille gekämpft. Nee, nicht gekämpft, geschlichen. Und jetzt geht's hier weiter. Nee, ja, Blödsinn, der Destillerie ist ja erst da vorne in 20 Metern. Hier ist nur da, wo sie trinken. Ja, jedenfalls, ich weiß es gerade nicht. Wie muss ich jetzt hier vorgehen? Ach, ich muss da raus dann. Ja, guck, der guckt genau zu mir rüber. Da, da ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Anscheinend habe ich das jetzt gerade falsch gemacht. Leute, ich kann nicht weit gekommen sein, also. Ja. Ja, die KI ist aus 2014. Man merkt es vielleicht. Tja. Jetzt stehen die Wachleute wahrscheinlich alle falsch, sodass ich nicht vorbeischleichen kann. Nicht? Nö, ging eigentlich gut so. So war das bestimmt nicht gewollt von dem Spiel. Aber naja. So. Achso, sollte ich ja vielleicht zuerst. Nee. Da kann man gar nicht durchgucken. Weil kein Schlüsselloch da ist, anscheinend. Jo. Ja, jetzt ist auch wirklich blind ab hier. Soweit habe ich das noch nicht gespielt. Ja, solltest weniger trinken, Styx. Also, wenn du Kopfschmerzen hast, dann ist mehr bestimmt nicht die Lösung. Guck mal, da sind richtig. Hier sind Leute in den. In den Harz-Dingen. Tja. So. Da hinten ist eine Wache. Aber der geht eh in die andere Richtung. Es dauert hier, die Tür zu entsperren. Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Der haut es einfach auf Ex weg. Jo. Hey, was ist das? Eine Münze. Oder sowas. Einen Klon erschaffen. Well, I got no choice. I'll need some help. Jetzt habe ich einen Klon und weiter. Hallo. Steuern. I need your runt carcass. Interagieren. Ach, der kann da durch. Ah, ist gut. Through the gate. Pull the lever. Kann der auch klettern? Ja, der kann auch klettern. Lösen. Ha, Problem gelöst.
Hier machen wir dunkel. Oh komm, den Hebel können wir auch ziehen gleich. Fuck, it's gigantic here. I'll have to use the amber vision to find my way. Wow. You want something done right? Steal a body and do it yourself. Oh, oh. Zeit zum Kämpfen. Ja. Oje, oje, die müssen wir ja dreimal parieren. Naja. Ich habe vorhin was gesehen. Da oben lag noch was. So eine Münze wieder. Ja, nice. So, wie geht's weiter? Hier haben wir das Licht ausgemacht. Da drüben schläft einer. Den werden wir gleich weiter schlafen lassen. Bevor den einer alarmieren kann. Ich hoffe, der bleibt da drüben. Sonst habe ich ein Problem. Hier machen wir mal dunkel. Kann ich da rauf? Ich will da rauf. Sieht mich der? Lieber Freund, ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Die Leiche gibt es auch gar nicht. So, weg mit der. So dunkler, umso besser. Ja, ich tendiere in so Schleichspielen immer dazu, nichts zu sagen. Tut mir leid. Ich weiß es gerade nicht. Ich schalte jetzt hier halt einen nach dem anderen aus. Und es bringt mir eigentlich gar nichts, leise zu sein, weil die hören mich ja eh nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so... was ihr von dem Spiel so haltet. Wie ihr das Spiel so haltet, ja. Wie haltet ihr das Spiel so? Haltet ihr es eher links? Oder haltet ihr es eher rechts? Nee, was ihr von dem Spiel so haltet und ob ich das weitermachen soll. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback kriege. Hüp, was ist los? Da hat jemand die Leiche gefunden. Ja. Verdammt. Und ja, wie halt immer, wenn euch die Videos so gefallen, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder halt, das Video liked, damit es auch von anderen leichter gefunden werden kann. Denn der YouTube-Algorithmus, der guckt halt drauf, ob euch das gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann ist es schwierig, dass es anderen auch gefallen könnte. Und darum zeigt ihr das auch dann keinen anderen Leuten an. Ja, irgendwie so habe ich das verstanden. Ganz, ganz kompliziert. KI halt. Muss man nicht verstehen. Irgendwann werden die Weltherrschaft übernehmen, die KIs. So, du bist der Nächste. Der fällt jetzt runter, oder? Bitte nicht, nein. Verdammt. Verdammt, kann ich da rein? Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Schnell, 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 schnell. Oh, das sind ja auch Leute. Kann ich die Tür wieder zumachen?
Aber ich glaube, es ist richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg. Den killen wir leise. Leise und versteckt töten. Dann, ja, da muss ich hoch, oder? Dritte Münze. Den töten wir auch. Den bewegen wir zuerst mit unserer Macht. Und dann töten wir ihn. Alter. Ah, ist halt ein altes Spiel. Das darf ruhig ein bisschen verpackt sein. Lol. Den schmeiß ich jetzt da rein. Komm. In die Kiste. Ich hasse Stühle. Cool. Komm da hoch. Komm da hoch. Jawohl, und ich dachte, das Versteck ist da unten die ganze Zeit. Zone verlassen. Ja, nice. Sliding grill. I'm stuck. This is impossible. There's got to be a way. Aha. Als wäre das jetzt so ein großes Hindernis für dich. Wie komme ich da runter? Da gibt's Haken, ne? Ja. Warum nenne ich das eigentlich Haken? Das ist eher so ein Kreuz, ne? Ja. Vergessen wir, dass ich das gerade so gemacht habe. Ja. Was? What's that? Somebody there? Hey, Sticks. Du da. Jawohl denn? Was denn? It's Ozcan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Ozcan? Oh, my head. Yeah, I know that name. Ozcan. Yes, you can trust him. Anyway, you don't have a choice. Das ist ein Mensch. Warum soll ich einem Mensch vertrauen? Ja, was ist jetzt? Ah, das. About time, Sticks. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in. There was a slight hitch. Well, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone through it. Well, we'll take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout, like you asked me to. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn this headache. Must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm off to the hideout then. You'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by, with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Whoa, 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 wait. You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh, yeah. One thing I didn't tell you. The hideout is in the sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And to think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks, it's best not to take risks. And anyway, the royal suite was already taken. In short, go on ahead, pick up the pry bar, and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Well, well. Looks like Ozcan carries a flask in his belt. Let's hope I haven't lost my touch. Taschendiebstahl. Yeah. Jedenfalls, gefällt mir jetzt schon, so wie halt einfach ein Spiel so Safe-Räume einbauen muss und dann halt so Markierungen dazu,
damit es irgendwie Sinn macht in der Story, ist jetzt immer wieder witzig. Amber Vision. Was soll ich finden? Ach, den Haken da. Goldharz-Vision. Goldharz-Sicht oder Goldharz-Blick oder so. Wäre nicht gegangen, ne? Es muss Goldharz-Vision heißen. Bist du böse oder gut? Beat it, old man. Oh, watch out, Styx. After what I did for you, you better keep your tongue behind your teeth. What? What did you do for me? I gave you the plans that will take you to the relics of the Atrium. That cost me this fucking amber scar on my face. Besides, one shouldn't go too far. The relics of the Atrium? You kidding me, Styx? Yes, the relics, the last objects of the great fallen lords. Yeah, of course it rings a bell. Yeah, well, good luck. I paid enough for this shit and all your schemes. I should keep my eyes peeled. These relics must be pretty valuable. Wieso arbeitet der mit so vielen Menschen zusammen? Ja. Ja, das heißt hier. Ah, das sind die Symbole wahrscheinlich. Ja, ja, gut, jetzt macht er auch Sinn, der Amber-Blick. Wie nennt man das? Die Amber-Vision, so stand da. Nein, ich will keinen Klon machen. Obwohl, ja, jetzt wo er schon da ist, kann ich den auch vorschicken. Komm. Hey, is it me? Or has Robert gone off for a quiet doze? You're joking. There's something over there. Shit. Understood. Ihr seht mich gar nicht. It's okay. It was nothing. Sag ich doch. Looks like there's something out there. Nein, nein. Da ist nix. Is it me, or has Robert gone off for a quiet doze? You're joking. Shit, I thought I saw. Hier ist niemand außer euch. Seht ihr? Alles weg. Ja. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ist das jetzt... Wurfmesser, aha, okay. Ich dachte, das ist jetzt hier der Eingang schon. Ja? Was bringt das hier? Gar nichts. Ja. Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Mit dem Nickerchen. Der macht jetzt ein Nickerchen, ja? Oder ist das, das ist Robert da unten, ja? Schimpft ihn gar nicht. Der läuft einfach an ihm vorbei. Oh, da schläft ein Wachmann. Könnte man ja melden müssen oder so. Sorry, bin gerade ein bisschen müde. Komm, schlaf du auch. Robert schläft weiter.
Da oben diskutieren die anderen. Hat da was geglänzt gerade? Ja, da glänzt. Ach, Sand. Ja, okay, Sand ist nicht schlecht. Sand kann man nicht genug haben. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt hier. Irgendwo, wo ich versteckt bin vielleicht. Oh, ist ein Versteck. Ein gutes Versteck hier. Ja. Wir beenden den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, falls euch das gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Unterstützt meinen Kanal, damit ich sehe, dass es euch Spaß macht. Dann macht es mir auch mehr Spaß, neue Videos zu machen. Und ja. Bis zum nächsten Mal.